Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem Jahresrückblick. Ich teile in diesem Jahr die Themen ja etwas auf und heute widmen wir uns so ein bisschen den Serien und Filmen des Jahres. Und ich glaube, es ist tatsächlich mit einer der serienlastigsten Jahre, wo wirklich auch abwechslungsreich Serien geguckt wurden und auch wirklich viele neue Serien entdeckt wurden, andere Serien fortgesetzt wurden und natürlich auch wirklich viele Highlight-Serien dabei waren, so auch Filme. Es gibt da sowohl Highlights wie Flops. Ich glaube, ich beschränke mich da wahrscheinlich so eher ein bisschen auf die Highlights. Aber wir quatschen nicht lange vorneweg. Ich möchte hier zu den einzelnen Serien auch ein bisschen was sagen. Und dachte, wir setzen uns heute mal vor mein Wohnzimmerfenster mit so ein bisschen Licht, was, glaube ich, jetzt nicht so ganz optimal ist, auch so direkt neben dem Ofen. Aber ich wollte so ein bisschen Weihnachts-Winterstimmung einfangen und denke, die passt natürlich auch ganz gut zu einem Jahresrückblick. Ja, für Serien nutze ich in der Regel Netflix oder auch Sky. Ich nutze Sky Go, denn meine Eltern haben unter mir das ganz normale Sky-Abonnement, wo eben auch verschiedenste Pakete inbegriffen sind. Fragt mich da nicht nach Details. Und ich kann hier im Grunde das Sky Go nutzen über den PC oder auch das Handy. Und ich habe auch zum Beispiel für Game of Thrones Sky Ticket mir besorgt. So war es mir bereits möglich, ab morgens um 5 die neueste Folge mir anzusehen. Und das war natürlich mega praktisch. Seit circa Oktober, September, Oktober, habe ich auch Amazon Prime, nutze das aber bisher leider noch gar nicht für Serien. Ich habe schon so ein bisschen was auf die Watchlist, habe in diesem Jahr aber noch gar nicht darauf zurückgegriffen. Natürlich gibt es auch immer mal wieder im Fernsehen Serien, aber ich glaube tatsächlich, dass keine von denen, die ich gesuchtet habe, im Fernsehen lief. Außer ich glaube die neueste Staffel von Sherlock, aber ja, dazu dann mehr. Und natürlich ganz klassisch auch auf DVD oder Blu-ray, je nachdem. Da kann man ja dann auch wunderbar sich alle Staffeln besorgen und das nacheinander wegsuchten. Das Jahr hat begonnen mit der Serie River, eine Empfehlung, die ich von Thorsten erhalten hatte. Und das war auch eine Serie, ich glaube eine Miniserie, 8 oder 9 Folgen, die mich sehr, sehr begeistert hat. Ich glaube, ich wäre von allein nicht auf diese Serie gekommen, weil sie doch ein bisschen Krimi-lastig Klang, aber es war wirklich eine Mystery, Thriller, Krimi, unter die Haut gehende Serie, die mich sehr gepackt und begeistert hat und das natürlich auch den Schauspielern zu danken ist und ich das wirklich Hammer fand. Und wer so wirklich so Mystery mag, auch so ein bisschen was Übernatürliches dem offen gegenübersteht, der ist bei River absolut sicher gut aufgehoben und war wirklich eine Serie, die mir sehr gut gefallen hat und die ich wirklich nur empfehlen kann, die es auf Netflix gibt. Dann startete, glaube ich, Januar, Februar Westworld, eine Serie mit einem Cast, die echt der Hammer ist. Es beruht ja auf einem Roman von Michael Crichton, der unter anderem auch für Jurassic Park verantwortlich ist. Und die Serie gab es wohl schon mal in Filmform vor vielen, vielen Jahren. Und wir haben hier so ein bisschen künstliche Intelligenz, die im Grunde in einer Art Stadt leben. Und die normalen Menschen wie wir können diese Stadt reißen und eine Art Spiel daraus machen. Und die Frage in der Serie ist dann natürlich, wann ist eine künstliche Intelligenz denn dann tatsächlich schon Leben und wie weit darf man gehen? Ein Wahnsinnscast, eine tolle Story, geile Musik, eine Serie, die mich wirklich sehr gefesselt hat, begeistert hat. Es gab so manches, wo man sich denkt, das ist ein bisschen grenzwertig gewesen und war an mancher Stelle vielleicht auch ein bisschen zu atmosphärisch und oder wollte zu atmosphärisch und zu episch sein. Aber allein Anthony Hopkins, Ed Harris, das war wirklich brillant und fand ich wirklich großartig. Freue mich hier schon auf die nächste Staffel. Dann eine Serie, die ich in der zweiten Staffel abgebrochen habe, und zwar Shadowhunters. Das beruht ja auf die Bücher von Cassandra Clare, die Chroniken der Schattenjäger, Unterwelt, wie auch immer, irgendeine dieser Chroniken, City of Reihe sozusagen, die jetzt auch neu aufgelegt wird. Und ich bin ja ein Riesenfan dieser Reihe. Ich bin
bin in diese Welt wirklich eingetaucht und habe diese sechsteilige Reihe bestimmt 2 oder 3 Mal auch gelesen, je nachdem, wann ich eben auf welchen Teil gewartet habe. Und hatte damals auch die Verfilmung gar nicht so schlecht gefunden, die mit Lily Collins zum Beispiel war. Und fand die echte Verfilmung also gar nicht so verkehrt. Die erste Staffel, der war ich dann schon ein bisschen skeptisch entgegengestanden, weil ich mit dem Cast nicht so glücklich war. Und ich habe das Gefühl, dass entweder mochte man den Filmcast und hasst die aus der Serie oder umgekehrt. Dementsprechend gehöre ich zu denen, die so den Seriencast nicht ganz so viel anfangen und abgewinnen konnte. Die zweite Staffel wich dann aber einfach so von der Geschichte ab und auch einfach von Handlungen, von Charakteren, Veränderungen, dass ich es nicht mehr in meinem Kopf zusammengebracht habe, eine Buch-Clary oder eine Serien-Clary, das hat für mich gar keinen Sinn mehr gemacht. Und so habe ich dann irgendwann in der zweiten Staffel, ich weiß gar nicht, ob ich das Staffelfinale noch gesehen habe, habe ich dann aufgehört, weil es mir einfach nicht mehr gefallen hat und mir der Weg, der ins gegangen ist, auch nicht gefallen hat. Und was ich sehr schade fand, denn mir hätte diese Schattenjägerreihe eigentlich ganz gut gefallen auf Netflix. Dann gab es eine Buchverfilmung als Serie auf Netflix, Tote Mädchen lügen nicht, in 12 Folgen. Ist eine Buchverfilmung von Jay Asher. Hier geht es um den Selbstmord eines jungen Mädchens und auf 12 Kassetten spricht sie sozusagen den jeweiligen Menschen, Mitschülern, Freunden, Bekannten drauf, was der diejenige dazu beigetragen hat, dass sie sich irgendwann das Leben nimmt. Sehr harter Tobak, auch wirklich eine sehr harte Verfilmung. Ich fand das Buch damals sehr, sehr gelungen und habe es, glaube ich, auch so in 2 Rutschen durchgelesen und war sehr gespannt auf die Serie. Mir haben die Schauspieler sehr gut gefallen. Mir hat der Zusammenschnitt dieser Rückblenden sehr gut gefallen. Ich mochte es, wie die Problematiken von Mobbing und Schule und sowas zusammengebracht wurden, dass eben ja, manchmal schon Kleinigkeiten, wenn sie eben gehäuft sind und über Monate kommen, eben doch auch einem Menschen zusetzen können und man manchmal einfach gar nicht mehr klar denken kann, dass das ja alles nicht so schlimm ist. Und ich fand die Serie wirklich sehr, sehr gelungen. Sie war gerade, ich glaube, die letzten 2, 3 Folgen doch sehr heftig. Es wurde vorab auch eine Warnung eingeblendet, dass man das mit zartem Gemüt und wenn man, ich glaube, nicht jünger als 16 ist, auch nicht anschauen sollte. Es war schon auch so, dass die Kamera wirklich darauf gehalten hat, auf die schlimmen Dinge und man manchmal dachte, ah, vielleicht hätte man noch so eine Spur eher davon weggehen können. Das ist ja immer so meins, was ich mir wünsche. Nichtsdestotrotz war das eine Serie, die mich auch sehr gepackt hat, sehr mitgenommen hat und mich auch wirklich völlig fertig zurückgelassen hat und einfach so die Problematik der Welt da draußen einfach ein bisschen zeigt, denn das gibt es wirklich. Und vielleicht nicht in diesem Sinne und man muss auch über Selbstmord selbst denken und halten, was man davon möchte und ob das wirklich ein Ausweg ist. Und ich glaube, das hat dieses Thema einfach so zur Problematik einfach mal beigesteuert und dass man als Mensch einfach mal darüber nachdenkt, was man ja vielleicht nicht einfach ohne Grund tun würde. Und dann eine Serie, ja, die mich komplett in den Bann gezogen hat. Und zwar, ja, es war Sherlock mit Benedict Cumberbatch. Das ist die BBC-Verfilmung und ich habe diese Serie gesuchtet, geliebt, alles auf Netflix weggepackt und gesuchtet und war hin und her. Also einfach gefühlsmäßig Wahnsinn, was mich diese Serie mitgerissen hat. Ich dachte ja erst, naja, Sherlock und dann noch dieser komische Schauspieler und spätestens nach einer Stunde in der ersten Folge kann man sich niemanden anderen geiler vorstellen als Sherlock, als Benedict Cumberbatch, der das einfach wahnsinnig gut macht. Ich glaube, man hasst oder liebt diesen Schauspieler und ich gehöre definitiv jetzt zu der Ich liebe diesen Schauspieler-Fraktion. Was der mit seinem etwas sehr speziellem Gesicht aber machen kann, also er ist ja keine klassische Schönheit, wollen wir es mal so nennen, wer ist das schon? Ist ja, ne? Ihr versteht, wie ich das meine. Und ich fand den Hammer. Also wie der diese Genie herüberbringt und diese Nebencharaktere, egal ob Watson, ob Mycroft, oh mein liebster Bösewicht, Moriarty, ja, ich liebe ihn. Ich kann es nicht anders sagen, ich liebe diesen Bösewicht. Ich bin wirklich total Sherlocked und habe mich dann auch unglaublich gefreut, als die neueste Staffel, ich glaube irgendwann Sonntagabend um Pfingsten herum, haben wir die dann in WhatsApp-Gruppen alle so zusammen angeguckt und es war einfach der Hammer. Und gerade diese letzten Folgen der Staffel, die zerstören einen, glaube ich, und lassen einen wirklich ziemlich geflasht zurück. Und entweder, ich glaube,
auch hier, entweder man feiert es oder man ist enttäuscht. Ich habe es gefeiert, ich habe alle jetzt als DVD hier, ich habe die Bücher von Sir Conan Doyle hier, die ich im neuen Jahr auf jeden Fall lesen möchte. Ich habe die Mangas gesuchtet, also Sherlock ist für mich wirklich ein absolutes Lebensserien-Highlight, was ich unbedingt demnächst mal wieder rewatchen muss, weil ich da echt so im Bann gezogen wurde. Auch die nächste Serie, ich habe mich lange gewehrt, Downton Abbey zu gucken. Ich weiß gar nicht, woran so richtig lag. Ich dachte immer, ach na ja, so eine Serie irgendwie so in den 1920er Jahren und was will die mir denn erzählen? Und dann irgendwie auch noch so die Bediensteten und ja, dann haben aber so viele Leute geschwärmt, unter anderem ja auch Adriana Popescu dann im gemeinsamen Hangout und ich habe mir dann die erste Staffel bei der Thalia geholt von, glaube ich, einem Geburtstagsgutschein und ich war dieser Serie verfallen. Ich feiere diese Serie, das ist wirklich der Hammer, was alles aufgegriffen wird an Gesellschaftskritik, an Frauenbild, an wie hat das mit den Bediensteten und den etwas Reicheren so funktioniert, was kann Menschenleben passieren. Es ist ein Riesencast, riesen Menschenmassen, die im Grunde jeweils ihre eigene Geschichte irgendwie leben und wir die erfahren und es gibt alles. Man kann lachen, man kann weinen, man ist zornig, man ist wütend, man ist enttäuscht, man fiebert mit. Es gibt so viel Ungerechtigkeit, es gibt tolle Dinge, es gibt Weihnachtsfolgen. Oh, es ist einfach der Hammer, wenn man sich das in England anguckt und man beginnt ja 1912, war das 1912? Also wenn die Titanic sinkt und man verfolgt die Geschichte sehr lange auch über den Ersten Weltkrieg hinaus und es ist einfach grandios und es ist ein Feeling. Man fühlt sich direkt ja, runtergekommen, man entspannt, man ist wirklich, man entschleunigt seinen Alltag mit so einer Folge und man möchte am liebsten nur noch Tee trinken und sich einen Butler suchen und in so einem wunderbaren Haus leben mit Gefolgschaft und ach ja, man kommt sich direkt ein bisschen schicker vor, als man ist, aber ja. Eine grandiose Serie, auch die werde ich nicht zum letzten Mal gesehen haben. Ich glaube, dass man die sich auch einmal im Jahr locker geben sollte und könnte und müsste und ja, was mir absolut gefallen hat. Dann habe ich Der Anschlag von Stephen King gelesen, zusammen mit einigen anderen Fans des Buches. Es ist ein absolutes Lesehighlight und dazu passend haben wir kurze Zeit später dann die Serie geguckt. 11/22/63, das ist das Todesdatum von John F. Kennedy, also der 22. November 1963. Eine Serie, wo ich dachte, naja, bei so einem geilen Buch kann die Serie eigentlich ja auch nur gut sein. Nein, war sie nicht. Es ist definitiv ein Flop, sowohl an Buchverfilmung als an Serie. Ich habe sie angeguckt, ich hatte die DVD hier und ich habe sie angeguckt, weil ich immer gehofft habe, dass das so eingefangen wird und ich glaube auch tatsächlich die erste Folge war noch okay, aber James Franco ist für mich einfach überhaupt kein tauglicher Schauspieler und man hat auch nicht die Atmosphäre in irgendeiner Art und Weise einfangen können, die dieser Film und diese Vorlage gebraucht hätte und das hat mich echt mega enttäuscht. Ja, es war einfach ein Flop. Was soll ich dazu anderes sagen? Dann kam die 7. Staffel von Game of Thrones. Lange, lange erwartet. Und wir mussten ja, also wir Fans mussten ja dieses Jahr auch noch länger warten. Normal war es wohl so, dass die Staffeln immer im Frühjahr kamen. März, April. So war es im letzten Jahr mit der 6. Staffel auch. Doch dieses Jahr ging es erst im Juli, glaube ich, tatsächlich los. Also im Sommer und dann auch noch über den Sommer. Überhaupt keine Zeit, in der ich Serien schauen würde. Aber nichtsdestotrotz morgens 5 Uhr. Und die Folge musste gesuchtet werden. Es war eine sehr kurze Staffel, die ja, glaube ich, nur 6, 7 Folgen hatten. Ich habe schon wieder vergessen. Normalerweise haben ja die vorangegangenen Staffeln immer 10 Folgen. Dafür waren die Folgen diesmal auch etwas länger. Aber das tröstet natürlich nicht hinaus, dass man merkt, dass das Tempo unglaublich anzieht, dass man jetzt zum Ende kommt. Es gibt jetzt ja auch nur noch eine finale Staffel und voraussichtlich ja auch nicht 18, sondern erst 19. Wenn ich mich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ja, man sollte nicht so weit in die Zukunft schweifen. Mich persönlich hat die Staffel sehr, sehr gut gefallen, aber es ist jetzt nicht meine Lieblingsstaffel. Sie hatte doch die ein oder andere Schwäche. Gerade der Fanservice, der betrieben wurde, hat mir als klassischer Fan, der nicht Dinge toll finde, die alle anderen toll finden, nicht so gut gefallen. Es gab so 3, 4 Dinge, wo ich dachte, ach, muss das jetzt wirklich sein? Zudem
war ich tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht, dass man zwar an Schnelligkeit hinzugewonnen hat, also es gibt Momente, wo Leute einen Weg innerhalb von zwei Szenen im Grunde zurücklegen, wo man früher drei Folgen draus gemacht hat, was ich tatsächlich noch nicht mal ganz so dramatisch finde, weil man die Geschichte ja einfach voranbringen möchte. Aber man hat so ein bisschen Atmosphäre dadurch natürlich eingebüßt und es war mir tatsächlich auch so, wie wenn man gewisse Charaktere jetzt diesmal einfach geschont hat, die eigentlich lange fällig gewesen wären. Und es gab auch keine so richtig echte 9. Folge, die ja immer die schlimmsten Folgen pro Staffeln sind, wo wirklich ganz schlimme Dinge passieren. Und die gab es in dieser Welt auch für mich nicht so richtig in dieser Staffel. Klar ist in der vorletzten Folge schon auch was passiert, wo man denkt, ach Mist, und hat einen ja, es klingt jetzt so banal, aber es hat einen ja doch sehr mitgezerrt, aber teilweise waren die Charaktere einfach selbst schuld an ihrem Dilemma. Das kann man manchmal gar nicht anders sagen. Mittlerweile gibt es die DVD auch, also die DVD auch, Blu-ray, man kann sich das jetzt nochmal angucken, werde ich wahrscheinlich, wenn das Video kommt, auch schon getan haben, aber es wird nicht meine Lieblingsstaffel werden, aber es ist auch nicht eine absolute Katastrophe, wie es ja manche tatsächlich empfunden haben, gerade auch in meinem Freundeskreis, wo ich wirklich dachte, oh Gott, was ist denn hier passiert? Ich feiere nicht alles und das muss ich auch gar nicht, aber ich finde schon, dass es einfach auch wichtig ist, dass die Geschichte weiterkommt und dass man irgendwann mal zu einem Ende kommt. Sonst hätte man wahrscheinlich am Ende auch 15 Staffeln draus machen können und irgendwann hat man einfach als Zuschauer, will man auch mal ein Ergebnis haben. Und wenn man schon als Leser ellenlang auf die Bücher wartet, insofern George R. Martin jemals die Bücher zu Ende bringt, es war eine tolle Staffel, das Warten hat sich gelohnt und ich glaube auch, dass nach dem zweiten Mal gucken ja so manches vielleicht eindringender in einem ist, als wenn man so das erste Mal die Folge irgendwie wahrnimmt. Eine Empfehlung, die ich immer wieder bekommen habe, als ich Downton Abbey angeguckt habe, war The Paradise, auch eine zweistaffelige Serie, die auf Netflix läuft, glaube ich auch noch. Hier sind wir, glaube ich, auch 1800 und ein paar 70, 80, 90, also auch ziemlich in der Vergangenheit, haben hier eben auch einen historischen Teil und wir sind hier bei der Eröffnung des ersten Kaufhauses in England zu einer Zeit, in der es eben eher üblicher war, zum Schneider zu gehen und ja, alles wurde einzeln hergestellt und in diesem Paradies, in diesem Einkaufszentrum sozusagen, eigentlich ist es noch nicht mal ein Zentrum, es ist einfach ein großer Laden, gibt es nun also ja Massenware, es gibt eben nicht nur auf Haut genähte Kleidung, sondern eben Konfektionskleidung, es gibt Teller und Tassen und Besteck und es gibt Schmuck und der eben für alle möglichen Menschen zugänglich und hier haben wir eine sehr freche und emanzipierte junge Frau, was glaube ich für die Zeit einfach sehr untypisch war, die eben tolle Ideen hat, wie man das eben verkaufen kann und haben dann eben natürlich auch Intrigen und Eifersucht und ein bisschen Liebe und Freundschaft und eben auch so diesen Break zwischen den Angestellten und den Kunden und den Besitzern und dass da so jedes Leben, ja so ein bisschen jede Gesellschaft anders tickt. Eine Serie, die mir sehr gut gefallen hat, besonders die erste Staffel. Die zweite Staffel fand ich dann leider ein bisschen schwächer und habe dann glaube ich auch verstanden, so gegen Ende der zweiten Staffel, warum die Serie nicht weiterverfolgt wurde. Es gibt ein Ende, keine Frage, man spürt schon, dass da nichts offen bleibt, aber ich hätte mir durchaus zur ersten Staffel auch noch viel, viel mehr gewünscht und auch wenn es einfach so in diese Richtung gegangen wäre, wo die erste Staffel anfing, aber zwei Staffeln, mehr kann man sich leider nicht angucken, hat mir gut gefallen, ist jetzt nicht ein absolutes Highlight, aber hat so das Downton Abbey Fieber ein bisschen wieder aufleben lassen. Dann kam Stranger Things, ebenfalls ein absolutes Highlight in diesem Jahr, die zweite Staffel. Ich habe vorab nochmal die erste Staffel gesuchtet, ebenfalls eine Netflix-Serie, auch ein Netflix-Original. Die erste Staffel lief ja im letzten Jahr und ich fand die einfach Hammer. Ich habe die geliebt und ich habe dann jetzt vor der zweiten Staffel mir gedacht, du musst auch die erste nochmal suchten. Das habe ich dann auch getan und direkt im Anschluss die zweite Staffel angesehen und es war einfach der Hammer. Es ist eine Mystery-Serie, die alles einfängt, was so typisch 80er ist, egal von den Klamotten, über die Frisuren, über die Musik, über wie man früher so Filmschnitt gemacht hat, wie man auch auf Szenen hineingezoomt ist und herausgezoomt ist, so
so richtig klassisch 80er Jahre und wer so, ja, vielleicht mein Jahrgang ist und ein bisschen älter, ein bisschen jünger natürlich, der kennt noch so diese 80er Jahre Gruselfilme, auch so End-70er und auch noch so die 90er sind dann schon so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen, aber wer diesen Geist mag, ach, das fand einfach toll und ich bin ein Riesenfan dieser Story, dass da irgendwas unterirdisch los ist und in der ersten Staffel wird ja ein Junge entführt in eine andere Welt sozusagen und dann taucht aber Elfie auf, ein Mädchen, an dem im Grunde ja Versuche geübt wurden und ja, das ist einfach der Wahnsinn, die eine Gabe hat oder Gaben hat und Möglichkeiten hat und eben so die Jungs auf Trab bringt und ja, es erinnert ein bisschen an Stephen King's S, ja, es erinnert an so manchen Gruselfilm aus den 80ern, es hat so ein bisschen Charme wie Steven Spielberg, ja, 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 aber das macht die Serie unglaublich genial und ich habe auch die zweite Staffel absolut gefeiert. Ich bin ein riesen Fan und glaube auch, dass ich Staffel 1 und 2 auf jeden Fall im nächsten Jahr auf jeden Fall nochmal suchten werde. Es ist eine dritte Staffel geplant und ich hoffe, dass die dann auch in 18 kommen wird. Wenn nicht, dann hoffentlich spätestens Anfang 19. Ebenfalls ein absolutes Serienhighlight. Ich bin von Stranger Things wirklich ein großer Fan und ja, liebe das unglaublich. Dann gegen Ende des Jahres kam ja, Alias Grace, eine Serienverfilmung. Die Grundlage war für einen Roman von Margaret Atwood, die ich ja mit den Reporter Mark dieses Jahr sehr zu schätzen und lieben gelernt habe als Autorin. Ich mir fürs neue Jahr vorgenommen habe, unbedingt mehr Bücher von ihr zu lesen. Und bei Alias Grace greifen wir auf eine berüchtigte Frauenfigur aus Kanada zurück, nämlich eine junge Frau, die eigentlich eine Bedienstete war und dann aber wohl ihre Herrschaften sozusagen umgebracht haben soll. Sie war sozusagen die erste Mörderin überhaupt, die geschichtlich aufgetaucht ist und dann irgendwie lange im Gefängnis war. Dort sich dann eben auch Psychologen, wie es so zur damaligen Zeit vielleicht Psychologen sich genannt haben, wollten dann eben mit dieser etwas hysterischen Frau umgehen, die auf irgendeine gewisse Art vielleicht auch Stimmen hört, immer sagt, sie kann sich an nichts erinnern. Und das betrachten wir in dieser etwas Miniserie. Es ist eine Staffel, ich weiß gar nicht, hatte die 8 Folgen. Und es war ein Wahnsinnscast. Ich fand die Schauspielerin von Grace Marks wirklich grandios. Ich mochte den Arzt, ich mochte die Nebenfiguren, ich mochte diese etwas creepy Atmosphäre, die wirklich Gänsehautmomente hatte und die Geschichte wirklich wahnsinnig packend erzählt hat, die einen wirklich gefesselt hat und nicht mehr losgelassen hat. Und ich fand die Serie wirklich Hammer. Und ich möchte auch unbedingt noch das Buch lesen. Ich habe das Buch auch schon hier und hoffe, dass ich da einfach noch so ein paar mehr Details aus dieser ganzen Story herausnehme, was eben im Kopf von Grace Marks so vorgegangen ist. Eine Wahnsinnsserie, ebenfalls Netflix, die ich absolut empfehlen kann. So auch The Sinner. Eine Serie, die ich wirklich gefeiert habe. Die beruht auf einem Krimi-Thriller von einer deutschen Autorin, von Petra Hammesfahr, von der ich noch nichts gelesen habe, zumindest jetzt, wo ich das Video drehe. Könnte sich geändert haben, wenn das Video läuft, aber wahrscheinlich erst im neuen Jahr. Und zwar ist das Buch Die Sünderin und wir haben hier einen wahnsinns amerikanischen Cast, unter anderem Jessica Biel und Bill Pullman. Und ich bin hin und weg gewesen von dieser Serie. Die hat mich eingesogen. In 3 Tagen hatte ich die, glaube ich, durchgesuchtet. Und sie hat mich nicht losgelassen. Es war beklemmend. Es war wirklich grausam. Und es ging mir wirklich unter die Haut. Nicht gar, dass man, wie man so mal so schön sagt, das Blut gefroren ist. Wir haben hier eine Frau, die einen Sohn hat, verheiratet ist, einen glücklichen Eindruck macht, die eines Tages am See dann aber austickt und den Mann vor ihr auf brutalste Weise ersticht und auch immer wieder sagt, ja, ich habe den umgebracht, das ist halt jetzt so, aber ein Polizist eben wissen möchte, was dahinter steckt und was in ihrer Vergangenheit vielleicht passiert ist und man dann eben auch herausfindet, was dazu irgendwie vielleicht geführt haben könnte und wirklich da in der Vergangenheit suchen und es war wirklich Hammer. Es war einfach Hammer und die Idee, dass das wirklich von einer deutschen Autorin die Geschichte ist, die die geschrieben hat, macht Petra Hammesfahr schon ja, sehr spannend und ich möchte unbedingt mindestens ein, wenn nicht mehrere Bücher von ihr lesen, je nachdem, wie ich ihren Schreibstil finde. Denn als Serie kann man es ja entweder nur besser machen oder schlechter.
Und da werde ich jetzt einfach gucken, wie es ist. Ich habe ein oder zwei Bücher von ihr hier und ich möchte Januar, Februar auf jeden Fall ein Buch von ihr lesen. Und das war es soweit auch von meinen Serien, die ich absolut gefeiert habe. Aktuell stecke ich noch in Dark, in der deutschen Art von Stranger Things. Da das aber nicht so wirkt, wie wenn es etwas Besonderes wird und mich besonders mitreißen kann, wird, soll, ist es jetzt erstmal nicht dabei. Sollte sich das ändern, seht ihr das auf jeden Fall in der Bücherwoche. Wenn ich das Schwärmen anfange, dann reiche ich das einfach für 2018 nach im Jahresrückblick. Also in einem Jahr hört ihr dann wieder davon. Ja, zu den Filmen ganz zu Beginn direkt ein Highlight: La La Land. Ein Film, mit dem ja viele nichts anfangen konnten. Ich habe ihn gefeiert, weil ich einfach diese Vorstellung, wie dieser Film an diese Geschichte herangegangen ist, großartig fand. Ich mochte den Soundtrack, ich mochte die Szenenbilder, die Kleider, ich mochte die Schauspieler, Ryan Gosling in einer seiner besten Rollen, wie ich fand, und wirklich, ja, absolut verdient, auch ganz, ganz viele Oscars bekommen und für mich wirklich auch zu Beginn ein Highlight, und mich hat die Songs verfolgen mich noch heute, also noch heute trällere ich City of Stars und bin einfach hin und weg. Und auch gerade das Ende, es war einfach brillant und ich kann diesen Film noch absolut empfehlen. Ich muss mir den jetzt auch mal auf DVD besorgen. Ich habe ihn jetzt noch einmal auf Sky geguckt und möchte ihn dann auf jeden Fall auch auf DVD haben. Auf Netflix habe ich mir angeguckt Crazy Stupid Love. Eine Filmempfehlung von irgendeinem YouTube-Kanal, der Filme gezeigt hat, wo er sagt, die haben so merkwürdige Wendungen oder spannende Wendungen. Und da hat er diesen mit aufgezählt. Unter anderem war da auch Fight Club oder ja, verschiedenste andere Filme mit dabei, wo ich dachte, ah, okay, wenn das in diese Richtung geht. Ja, mir war klar, dass Crazy Stupid Love eher eine Liebeskomödie, Verwirrung, was auch immer ist. Und das ist sie auch. Sie war aber Hammer. Ich habe Tränen gelacht. Ich fand das einfach der Wahnsinn. Ich habe so gefeiert. Ebenfalls ein grandioser Ryan Gosling. Und ich fand den Film einfach Wahnsinn. Diese Verwirrungen und Irrungen von dem gerade frisch in Trennung lebenden, etwas älteren Mann, der hier so auf diesen sexy jungen Typen trifft und sich Tipps geben lässt in Sachen Liebe. Und ach, es war einfach urkomisch. Guckt euch ihn auf Netflix an. Ich fand ihn wirklich ganz, ganz toll. Dann habe ich mir angeguckt The Imitation Game. Der war eine Empfehlung. Ich glaube, weil ich Sherlock gefeiert habe und da Benedict Cumberbatch mitspielt. Und es geht hier um Alex Turing, der die Enigma verschlüsselt hat. Wir sind dementsprechend in der Zeit des Zweiten Weltkrieges angesiedelt. Wir sind in England. Und Alex Turing ist ein Genie. Und dementsprechend wirkt er manchmal etwas merkwürdig. Und es hat Benedict Cumberbatch unglaublich gut gemacht. Ich bin jetzt nicht der größte Fan aus Geschichten in Kriegszeiten. Und ich glaube, wenn ihr öfter auf meinem Kanal seid, wisst ihr das. Aber ich fand die Geschichte von Alex Turing schon immer spannend. Und im Zuge meiner Recherchen, die ich vor Jahren über die Enigma und sonstige Dinge getan hat, stürzt man natürlich ganz oft oder ja, trifft man ganz oft auf diesen Charakter, auf diesen Menschen und was ihm dann auch Schlimmes widerfahren ist. Und ich fand den Film einfach Wahnsinn. Der lief irgendwann mal im Fernsehen. Ich hatte den aufgenommen, mir dann angeguckt. Wirklich sehr empfehlenswert. Dann die Buchverfilmung The Circle mit Emma Watson und Tom Hanks. Ein Buch, das ich persönlich dieses Jahr absolut gefeiert habe, das eine Dystopie ist, die endlich mal eine ganz andere Richtung geht, die ich Hammer fand, die mir gefallen hat, die mich gefesselt hat und der Film es auch tatsächlich ganz gut macht. Man muss es dazu sagen, es ist halt eine Verfilmung, die ein bisschen anders in eine Richtung läuft, wie es das Buch tat. Dennoch hat der Film schon versucht, so diese Stimmung ein bisschen aufzunehmen. Er hat viele Dinge vorweggegriffen, also Sachen, die wirklich erst im letzten Drittel aufgelöst wurden im Buch, sind manchmal schon im Film zack da und man denkt sich, hör, das war doch der ganze Spannungsbogen bis zum Ende. Nichtsdestotrotz ein wirklich guter Film, der mir wirklich gefallen hat, den ich gefeiert habe und den ich mir auf jeden Fall auf DVD holen werde. Weniger gefallen hat mir die Bully-Parade. Das war ja, war das 20-Jähriges? Ich glaube, ja. Waren es 20 Jahre? Ja. Bully-Parade, glaube ich, ging 97 los. Und wir haben hier halt so den Cast aus der Bully-Parade. Michael Bully-Herbig, Rick Cavanian und Christian Tramitz. Und die erzählen uns so ein bisschen die Geschichte, wie es in der Bully-Parade üblich war, mit verschiedenen Szenen. Und man hat halt hier so drei Hauptgeschichten. Ja, er war manchmal komisch. Meistens hat für mich der Gag zwischen den drei nicht mehr so funktioniert wie früher. Man merkt einfach, dass die auch älter sind, nicht mehr so eng miteinander zusammenarbeiten. Und
Ach, es war so ein bisschen die Luft raus. Ich fand die nicht ganz so gut. Dann The Arrival habe ich auf Sky geguckt. Ist auch so ein Film mit einer Wendung, die man nicht kommen sieht. Ist auch eine Verfilmung, ich glaube, einer Kurzgeschichte, wenn ich mich nicht irre. Und ich fand den Hammer. Also ich habe ihn zusammen mit, mit Freunden geguckt. Und die haben gesagt, Steffi, was war denn das für ein Film? Die haben auch zwischendrin mal gesagt, wir schalten aus. Und ich, also das geht auf gar keinen Fall. Jetzt wird's doch erst gut. Ja, so unterschiedlich waren die Meinungen. Ich habe den wirklich gefeiert, diese Idee der Kommunikation mit Außerirdischen. Und das eben mal nicht so ganz plakativ wie in Independence Day oder... Ach ja, ne, das ist schrecklich. Aber einfach so könnte es tatsächlich sein und ich fand's Wahnsinn. Mir hat der Film unglaublich gut gefallen. Ich habe den sehr, sehr gefeiert. Dann war der erste Teil von S in den Kinos, eine Art Neuverfilmung, die tatsächlich ganz anders wurde, als ich sie mir vorgestellt habe. Ich sie auch sehr gut getrennt vom Buch von Stephen King sehen kann. Ich sie als eigenständige Geschichte erkenne, weil sie die Geschichte doch anders aufgebaut hat, als man es aus der anderen ursprünglichen Verfilmung aus 1990, glaube ich, kennt. Ich fand den Film gut. Ich fand diesen Gedanken dieser Kinder, dieser Freundschaft, dieser Angst. Pennywise ist einfach mein absoluter Horror-Clown. Das ist für mich immer ganz schrecklich. Grandios, die Hausszene, boah, einfach irre. War wirklich ein toller Film. Wenn auch er für mich als Buchverfilmung nicht ganz so gut tatsächlich funktioniert, aber als eigenständiger Film betrachtet, was tatsächlich gut geht, wer weiß, woran es liegt, fand ich ihn sehr gut. Und dann noch eine Stephen King-Verfilmung, die ich gefeiert habe, ist das Spiel, die auch auf Netflix läuft und die war Hammer. Bei dem Spiel geht es ja darum, ein Ehepaar, wo die Luft so ein bisschen raus ist, fahren in ein abgelegenes Haus, ich glaube, es ist ihr eigenes, und der Mann will sich hier nochmal so ein bisschen auspowern und fesselt seine Frau ans Bett und stirbt dann aber an einem Herzinfarkt. Und ja, so gefesselt am Bett, was tut Frau da, was kann ihr da alles passieren, was geht da vor sich, was ist echt, was ist Fiktion? Und im Buch war schon immer sehr creepy, weil sie dann Gespräche sozusagen mit sich selbst führt, beziehungsweise glaube ich mit einer College-Freundin und so im Gedanken und uns ihr Innenleben präsentiert. Und ich habe mich schon gefragt, wie wird man das im Film machen? Man hat es genial umgesetzt. Es war Wahnsinn. Nach einer halben Stunde habe ich mich umgedreht in meinem Bett. Ich lag sozusagen mit dem Handy liegend im Bett und habe mit als Bauch liegend, habe aufs Handy geguckt. Nach einer halben Stunde habe ich mich umgedreht, damit ich den Raum sehe. Und ich glaube, nach einer Dreiviertelstunde, 50 Minuten habe ich das Licht angemacht. Also es war eine Wahnsinnsverfilmung, die mich echt gefesselt hat, die mich sehr begeistert hat und mich echt überzeugt hat. Fand ich wirklich Hammer und war ich wirklich hin und weg. Und das war so ziemlich jetzt auch der letzte Highlight-Film. Wer weiß, was ich noch im Kino sehe. Ich wollte noch Mord im Orient Express sehen. Leider wurde ich gerade zu Start des Films krank und danach hat es sich irgendwie bis jetzt zumindest nicht ergeben. Ich weiß auch gar nicht, ob er nach 4 Wochen jetzt noch im Kino überhaupt läuft. Ansonsten muss ich halt auf Sky warten. Gibt Schlimmeres. Auch für 2018 sind natürlich einige Serien und Filme auf der Watchlist und ich werde die jetzt auf jeden Fall auch in mein neues Bullet Journal packen und dazu wird es, denke ich, dann auch im neuen Jahr ein Video geben. Ich hatte da auf Instagram mal gefragt und ja, das waren sozusagen die Serien und Film-Highlights. Überhaupt, was habe ich geguckt? Es war ein sehr... ja, serienlastiges Jahr. Ich glaube tatsächlich, dass es das Jahr war mit den meisten auch neuen Serien, die ich für mich entdeckt habe. Kaum Rewatches. Ja, ich habe Sex and the City geguckt. Ja, ich gucke regelmäßig die Golden Girls. Und ja, ich gucke auch immer mal die Nanny, wenn die abends irgendwo läuft. Aber so richtig intensiv sind tatsächlich sehr viele neue, geile Serien dabei gewesen, die ich wirklich gefeiert habe, die ja einfach mein Herz auch haben höher schlagen lassen. Alleine Sherlock und Stranger Things, das sind echt Wahnsinnsserien, die einen unter die Haut gehen und die einen dann auch lange, lange begleiten und die ich absolut empfehlen kann. Ja, und das war nun der Jahresrückblick. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir eure Serien und Film-Highlights oder auch Flops aus diesem Jahr sagen würdet, einfach mal ein bisschen in die Kommentare oder wenn ihr Tipps habt, müsst ihr nicht unbedingt dieses Jahr geguckt haben und wenn ihr einfach sagt, hey, bei dieser Serie und wenn du dir das magst, dann magst du vielleicht auch das, immer her damit, ich würde mich mega freuen und natürlich auch, wenn wir so im Sinne des Jahresrückblicks einfach so ein bisschen dieses Jahr Revue passieren lassen, vielleicht habt ihr, wie gesagt, auch einfach Tops und Flops aus diesem Jahr, dann gerne in die Kommentare oder vielleicht auch, was ihr in 2018 unbedingt sehen wollt, würde mich natürlich auch brennend interessieren und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Rest
Restjahr und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.